gesagt habt, okay, die Logistik braucht ja nochmal einen ganz besonderen Schub. Wir haben für unsere Verhältnisse ja mit 300 LKWs ein richtig gutes Logistikunternehmen, aber wir fühlen uns nicht als Logistiker, weil unsere Hauptdienstleistung ist das Aufbereiten von Wäsche für Krankenhäuser, für Industriebetriebe. Dafür haben wir eine Lösung gesucht, dass wir Tourenplanung, aber auch das Thema Kostentransparenz auf andere Füße stellen. Das war der Beweggrund, wo wir gesagt haben, wir kommen von der Tourenplanung mit Papier und Bleistift zu einer digitalen Lösung. Dann haben wir uns auf dem Markt umgesehen und haben auf dem Markt uns für die Lösung von der Firma Medianet entschieden und sind dann zum Thema Kostentransparenz gekommen. Das Thema Kosten war für uns, wie du gerade sagtest, ein immenser Faktor, weil das Thema Überwachung, Lenk- und Ruhezeit und diese Transparenz bei 320 Fahrern, immer neu zugeordneten LKWs, war das für uns ein siebenstelliger Betrag, den wir hier auch heben konnten. Erstmalig nach der Datentransparenz. Wir haben festgestellt, dass der Denkprozess, der dadurch ausgelöst wurde, erst gerade nahezu neue Ideen befeuert hat. Denn nachdem wir das Gesamtpaket ausgerollt haben, jetzt kamen die Gedanken digitale Führung. Das bedeutet, der nächste Schritt war mit unserem Partner, unserem Externen, haben wir neue Impulse aufgenommen. E-Learning, gab es für uns als Plattform, aber diese Pflichtschulung wollten wir eben bei den Fahrern, die ein Tablet bei uns alle bekommen haben, mit dem Gesamtpaket von Anmelden, Abfahrkontrolle, also das gesamte Pflichtpaket. Und da wollten wir eben auch eine Pflichtschulung drauf haben, dass im Falle einer Kontrolle alles dokumentiert nachgewiesen werden kann. Und was waren so die Highlights in der Zusammenarbeit mit Didinet? Gerade dieses Thema agiles Projektmanagement, weil wir sind als Familienunternehmen eher gewohnt, Projekte im normalen Stil abzuarbeiten. Das Projekt haben wir eher im agilen durchgeführt. Also wir haben, das kennst du sicherlich, dass wir neue Ziele, Zwischenziele gesetzt haben und da war der Partner eben mit den Ressourcen, mit der Expertise, das, was wir nicht in der IT selbst haben und aufbauen und vorhalten können, das hat unser Partner dazu geliefert und in einer Affengeschwindigkeit mit Verlaub. Und das ist heute so ein Gesamtpaket, wo wir sagen, jetzt ist das im Rollout abgeschlossen und die neuen Ideen stehen eigentlich schon an der Tür. Das Thema in Excel-Listen zu übertragen hilft nicht, sondern uns fehlt die Intelligenz dahinter, dass eine Programmierung dahinter steht, die natürlich uns auch hilft, Touren zu optimieren, aber dann auch den Laderaum zukünftig zu optimieren. Also das war die Idee, die dann natürlich sofort hochkam, dass man sagt, okay, jetzt habt ihr uns die schnellste Tour und Route ausgeholt aus dem System, aber ich bin nicht optimal beladen. Das heißt, dieses Flexible von der Anforderung der Kundenseite mit dem neuen Tourenplanungssystem, der Fahrer kommt morgens, hat auf seinem Tablet die Tour, läuft zum LKW und kriegt einen LKW zugewiesen. Allein schon das war eine, früher, also er hat seinen eigenen LKW gehabt und gewienert, wie man das vielleicht kennt. Das gibt es nicht mehr, das war für uns ein gutes, halbes, fast drei Vierteljahren mentaler Arbeit. Das sind die Dinge, die neben dem digitalen oder IT aufvornehmen. Das heißt, wir haben auch Fuhrparkschleiter gehabt, die mit dem neuen System nicht mehr zurechtkamen. Es ging auch darum, dass man menschlich durch Schulung, aber auch dann durch Training, das hatten wir eingeplant, aber erst nach einem Jahr fast an so einem Punkt war, die volle Nutzung auch möglich war. Der Kunde bestellt bei uns ein gewisses Produktportfolio, Produktmenge und er möchte so spät wie möglich ändern. Er möchte seine Bestellung quasi noch kurz vorm Ausliefern ändern. Und das ist eine der größeren Herausforderungen für uns, mit der wir jetzt auch umgehen und erst dank des Systems und der Transparenz auch Möglichkeiten haben, quasi in der Kommissionierzone anzeigen, das ist jetzt der LKW, der geht zur Firma Göring, das soll drauf und quasi noch der Anruf, der vor einer Stunde kam, Änderung. Wünsche kosten Geld und bei steigenden Diesel- und Energiekosten hat uns das Tool auch die Möglichkeit jetzt gebracht zu sagen, wenn du anders beliefert werden willst, dann können wir das machen. Aber schau, das ist heute, das ist dein Wunsch. Und das ist mit dem System wirklich auch neutral möglich, nicht gefährdet von unserem Controlling. Das war ein weiterer Punkt, ein echter Pluspunkt, der bei Einkäufern, bei unseren Verhandlungspartnern sehr gut ankam. Weil das so auf dem Markt auch noch nicht kaufbar war. Und da wäre das Ziel, unser Pilot,
so weit zu kommen am Ende des Jahres, dass der gesamte Prozess, also ein richtiger Pull-Prozess wird, wo die Abfahrtzeit des LKWs steht und der Betrieb sich danach richtet. Ganz herzlichen Dank an Mario Neubauer und Matthias Kirchhoff.